Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 13 Körperteile, die im Laufe unserer Evolution wahrscheinlich verschwinden werden. Ja, die Tage von Charles Darwin liegen natürlich schon lange zurück. Trotzdem ist dieses Werk von ihm, The Descent of Man, nach wie vor mit seinen Erkenntnissen und Theorien bis heute einer der wichtigsten Faktoren in der Evolutionstheorie. Und in diesem Werk sagt er auch 13 Körperteile, die im Laufe unserer Evolution höchstwahrscheinlich verschwinden werden. Und wir fangen an mit Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 ist die Körperbehaarung. Früher war sie notwendig, doch heutzutage schützen wir uns mit Kleidung gegen die Kälte. Unsere Körperbehaarung wird damit natürlich mit aller Voraussicht immer weniger werden. Das kommt, glaube ich, für den einen oder anderen nicht so überraschend. Platz Nummer 2. Unsere Weisheitszähne. Fast jeder hat sie in den jungen Jahren schon rausbekommen und schon heute sind Weisheitszähne nicht mehr bei allen angelegt. In Zukunft wird wohl niemand mehr die Weisheitszähne haben. Bei vielen Menschen müssen sie schließlich schon jetzt entfernt werden, weil unsere Kiefer gar nicht groß genug sind, um diese zusätzlichen Zähne auszuentwickeln. Platz Nummer 3. Die Nasennebenhöhlen. Warum wir diese Hohlkörper haben? Sie sind dazu da, um unseren Schädel zu erleichtern. Allerdings sind sie häufig anfällig für Entzündungen, weswegen sie inzwischen immer kleiner werden. Platz Nummer 4. Die Zehen. Auch die Zehen gehören zu den Körperteilen, die wir irgendwann gar nicht mehr haben werden. Früher dienten die Zehen dazu, das Gleichgewicht zu halten, doch inzwischen gehen immer mehr Menschen so, dass sie die Innenseite des Fußes zum Ausbalancieren benutzen. Vielleicht werden wir also irgendwann keine Zehen mehr haben. Platz Nummer 5. Brustwarzen bei Männern. Da Männer mit ihrer Brust natürlich nicht stillen können, wie wir alle wissen, sind ihre Brustwarzen eigentlich überflüssig. Irgendwann kann es daher passieren, dass dieser Teil des Körpers verschwinden wird. Männer haben übrigens Brustwarzen, weil diese im Mutterleib vor der Bildung des Geschlechts angelegt werden. Platz Nummer 6. Darwins Ohrhöckerchen. Die kleine Spitze am Höcker des oberen Randes des Ohrs ist ein Überrest spitzer Säugetierohren. Viele Menschen haben das Fältchen noch, doch dass es nicht bei jedem vorhanden ist, ist ein Zeichen dafür, dass sich das Ohrhöckerchen zurückentwickeln wird. Platz Nummer 7. Das Steißbein. Das Steißbein ist ein Überbleibsel unserer früheren Vorfahren. Es war der Schwanzansatz, da wir ihn aber heute natürlich nicht mehr haben, ist das Steißbein eigentlich überflüssig. Es wird vermutlich also nicht immer Teil unseres Körpers bleiben. Platz Nummer 8. Der Nackenknorpel. Die Anzahl der Menschen, die diesen Knorpel an der oberen Wirbelsäule haben, ist mit 1% verschwindend gering. Der rippenähnliche Knorpel kann auf einer oder auf beiden Seiten auftauchen. Menschen, die ihn noch haben, leiden häufig unter Beschwerden mit den Nerven. Platz Nummer 9 ist der Hohlhandmuskel. Um die 11% der Menschen haben diesen Muskel auf der Innenseite des Arms nicht mehr. Er wurde in der Vergangenheit vor allem zum Klettern verwendet, verliert aber zunehmend an Relevanz für unseren Alltag. Platz Nummer 10 ist der Haarbalgmuskel. Der Haarbalgmuskel ist ein kleiner Muskel am Körper und dieser kleine Muskel sorgt dafür, dass sich die Haare auf deinen Gliedmaßen aufrichten. Du kannst ihn besonders gut sehen, wenn du eine Gänsehaut hast. Eigentlich ist er jedoch bei Menschen überflüssig, da wir kein Fell mehr besitzen, das uns zwangsläufig gegen die Kälte schützen müsste. Platz Nummer 11. Äußere Ohrmuskeln. Bei unseren tierischen Vorfahren dienten sie dazu, die Ohren richtig auszurichten. Doch wir Menschen brauchen sie eigentlich für unseren Alltag nicht mehr. Platz Nummer 12. Das 13. Rippenpaar. Nur 8% aller Menschen haben es überhaupt noch, das 13. Rippenpaar. Es ist ein Überbleibsel unserer Vorfahren, also der Affen. Dass nur noch wenige Menschen die zusätzlichen Rippchen haben, spricht dafür, dass diese nicht mehr zu unserem Körper gehören werden. Platz Nummer 13. Das dritte Augenlid. Tiere, die nachtaktiv sind, schützen ihre Augen in der Regel mit einer zusätzlichen Membran. Diese haben wir Menschen heutzutage nicht mehr. Die Rückstände dieses dritten Augenlides sind nur noch in Form einer kleinen Falte im inneren Augenwinkel erkennbar. Ja, das waren sie, die 13 Körperteile, die wir evolutionsbedingt in Zukunft verlieren werden. Ich glaube, so ein bisschen das Haarsträubendste ist da der Fakt mit den Zehen, denn wie so ein Fuß ohne Zehen aussehen wird, das würde ich natürlich gerne noch mitbekommen. Das werden wir natürlich alle nicht schaffen, aber allein der Gedanke daran
wird uns noch weiterhin erheitern. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was fandet ihr den krassesten Fakt, den ihr vielleicht auch noch nicht gewusst habt, dann schreibt den gerne mal unten rein. Ansonsten gebt uns einen Daumen nach oben, hinterlasst einen netten Kommentar und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.